Auf der Siegesstraße. Den Pilsen, da scheint es aber auch nicht so gut zu gehen. Finaler Part. Also wenn alles gut läuft, sollte das doch eigentlich. Ich habe noch ein Leben, dann ist die magische 10 erreicht. Dann habe ich nur noch 10 Leben. Und dann nehme ich P-Flügel. Die bringen mir hier zwar so gesehen nicht viel, weil man nicht einfach übers Level fliegen kann. Aber dadurch habe ich wenigstens mal ein Power-Up in Form eines Schwanzes, den ich sonst nicht mehr habe. Ich habe alle meine Power-Ups aufgebraucht. Und meine Leben auch fast. Da sieht man, das Spiel fordert einen doch schon. Nicht zu knapp. So, ich gehe wieder oben lang. Ich glaube, es war am sichersten. Ist hier nicht irgendwie noch ein geheimes Leben? Das wäre ganz cool. Da ist einer runtergeflogen. Hüpf. Nicht schon wieder an der Stelle. So, ich verzichte jetzt auf das Power-Up. Ich glaube, das geht jetzt nämlich schneller, wenn ich... Zum Glück können die nicht nach oben schießen. Oh oh. Glück gehabt. Und jetzt? Da ist Bowser! Kacke, wieso habe ich das nicht beim alten Video eingepackt? Ich wusste nicht, dass das so schnell geht jetzt. Was will er mit seinen Feuerstößen? Ist gefährlich. Richtig unfair. Hey, wo ist er? Wie kann er denn durch die Tür schießen? Ich schaff den eh nicht beim ersten Versuch. What the? Kann ich da unten drunter stehen bleiben, wenn ich glaube. Nee. Ich kenne diese Art. Ich kenne ihn doch. Der muss da in das Loch fallen. Okay, komm. Es gab kein einziges Power-Up in diesem Level. Doch eins gab's, aber das konnte ich nicht nehmen, weil ich ja zum Boss wollte. Muss ich vielleicht hier... Ich weiß nicht, wenn ich groß bin, trifft er mich vielleicht sonst. Wenn ich da einfach durchlaufe. Deswegen fliege ich lieber drüber. So, ich glaube, jetzt ist es ganz leicht, wenn ich groß bin. Aber das Spiel hat mich echt gefordert. Kein Spiel für Kleinkinder. Freigegeben erst ab 12 Jahren. Schnell, 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 schnell. Boah, mein armer Arsch. Der mag keine Discos. Was kam jetzt? Ah ja, das habe ich jetzt so schön leicht hier. Da bin ich sogar groß jetzt beim Boss. Das ist doch herrlich. Ist ja echt ein Witz, das Schloss, wenn man P-Flügel hat. Dann habe ich das auch gleich geschafft. Lalala. Oh, da ist er wieder. Boah, so nützlich, wenn man hier fliegen kann. Der lässt mich in Ruhe, gut. Und da sind wir schon. Ja, da ist er. Ist hier oben irgendwas? Von wo kommt er? Hallo. Ich bleib da oben. Ich kann nicht... Okay. Ach, Moment, ich kann nicht auf seinen Kopf springen. Er sucht mich. Ich muss ja... unten bleiben, damit der den Boden kaputt macht. Kacke, ey. Ich muss den besser ausweichen können. Wie weiche ich ihn am besten aus? So, mein Herz. Nicht, dass ich noch in das Loch falle. Das wäre gar nicht gut. Ja, ja, schon gut. Schon besser. Das Feuer ist ja eigentlich total ungefährlich. Nur wenn er dann springt, das ist dann ein bisschen arg schnell. Haha, man muss einfach beim zweiten Mal schon springen, dann ist man in Sicherheit. Ui, das war knapp. Und jetzt? Triffst mich nicht. Kann ja auch durch so... Boah, wie viel Glück kann man haben. Durch so eine Spalte kommt er aber nicht durch, er braucht schon zwei. Er macht auch immer zwei kaputt. Komm. Da rechts... Oh, jetzt habe ich nach rechts geguckt, Mann. Da rechts ist irgendwo so ein Käfig. Da ist, glaube ich, die Prinzessin drin. Oder sie ist in einem anderen Schloss drin. Könnte auch so. Jetzt springe ich ihm genau in die Arme. Super. Ja, gut. Sehen wir es positiv. Das Video wird nicht so kurz.
Und ich habe ja noch 3 P-Flüge, wie ich einfach alles aufgebraucht habe. Lalalala. Haben wir schon mal gesehen. Das Gefährlichste an diesem Level ist jetzt eigentlich nur diese Discos bei den Treppen. Also gleich jetzt schon hier. Das darf ich nicht versauen. Das kann man nämlich ganz leicht versauen. Das meinte ich. Jetzt habe ich es mir natürlich sehr schwer gemacht. Aber ich glaube, wenn ich noch einmal zum Boss komme, dann entgeht er mir nicht. Jetzt habe ich es hier so schwer. Ich bin so dumm. Huiuiui, ich dachte nicht, dass ich den Sprung schaffe. So. So hoch kommen nicht mal die Feuerbälle. Ja, super. Ich glaube, da brauche ich zwingend ein Blatt, aber das kriege ich ja hier jetzt. Aha. Gut, ich habe zwar keinen Dauer-P mehr, aber immerhin. Immerhin keins mehr. Kein Blatt. Man kann auch manchmal echt dumm sein. Der Raum noch, dann noch der danach. Ich glaube fast, wenn das Feuer ein bisschen schneller wäre, wäre es ein bisschen einfacher. Ja, diese eine sind so gefährlich. Gerade habe ich es auch noch gesagt. Gut, solange ich P-Flügel noch habe, kann ich sie dann auch einsetzen. 2 habe ich noch. Ich will es doch nicht versauen. Komm. 8 Leben in der 8. Welt, das ist doch ein Zeichen. 400 Sekunden übrigens habe ich hier Zeit. Kann es sein, dass es die normale Schlosszeit ist. Hatten, glaube ich, immer ein bisschen mehr. Die dauern ja auch gewöhnlich ein bisschen länger, diese Level. Eine laufende Flamme, wer hat das schon mal gesehen? So. Ist gar nicht so schwer, wenn man das nur ein bisschen mit Ruhe und Bedacht angeht. Dieser Bowser im Hintergrund irritiert mich. Der grinst so schelmisch. Da, seht ihr es da links? Lalalala. Diesmal haben wir es geschafft. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Bis zum Boss sollte ich kommen. Und diesmal werde ich ihn nicht verhauen. Aber da ist der bei Super Mario World doch um einiges leichter. Aber mir fehlt wahrscheinlich einfach nur die richtige Taktik. Weil ich ihn ja noch nie vorher gesehen habe, wirklich. Ich glaube, Super Mario World habe ich in einem Hack mal gesehen, wie es aussieht. Ja. Aber ich weiß nicht so genau, wann ich springen muss. Ich kann auch einfach fliegen, aber... ich kann auch einfach stehen bleiben, genau. Jetzt habe ich wieder ein Problem, ein kleines. Wow, zum Glück bin ich wenigstens mal irgendwo hingesprungen. 2 Flammen, muss ich mir merken. 1. Wow, und dann springt er schon. Das ist manchmal komisch. Stell mich mal mehr in die Mitte. Ja, das war eine gute Idee, ja. Sehr gute Idee. Ich glaube, so näher ich dran bin. Desto eher springt er. Wieso fliege ich jetzt in die Flamme rein? Was ist das für ein Gangster? Ja, eine Chance habe ich noch, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Dann könnte das übel enden. Ich weiß nicht, ohne Schwanz erscheint mir das sehr, sehr schwer und ich schaff's ja schon so nicht. Ist auf jeden Fall richtig, nochmal ein Video anzufangen, wie man sieht. Sonst wäre das sehr lang geworden. Hui! Keine Scheiß bauen beim letzten Versuch hier. Mit dem P-Flügel. Danach habe ich keinen mehr. Dann ist aus. Ich könnte zwar einen Safe-Set laden, aber... das wäre lame. Habe ich nicht vor. Ich könnte die Aufnahme löschen, dann kriegt ihr das eh nicht mit. Aber das wäre noch lamer. Das wäre nicht mal offensichtliche Lämigkeit. Also das ist die schlimmste Lämigkeit. Fast so schlimm wie Philipp Lahm. Der einfach aufhört mit 30. Das geht doch nicht. Genug Geld eingesackt oder was? Es geht doch nicht. Es kann nie genug Geld sein.
Ah ja, bin ich schon. Gut, ich habe 3 Treffer, komm. Ich muss es doch schaffen. Ich bleib gleich in der Mitte. Ja, diesmal habe ich es genau gewusst, wann er springt. Geh oben drüber. Jetzt ist eh erstmal nicht so wichtig, wo er hinspringt, denn er muss ja... Na, ist auch nicht schlecht. Komm. Es ist vielleicht besser, wenn ich oben drüber fliege. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Chance. Was der für komische Flammen macht. Ja, das musste irgendwann passieren. Aber ich glaube, ich fühle mich da so ein bisschen sicherer sogar. Was soll ich denn machen da? Ich darf nicht so nah dran sein, scheinbar. Du kriegst mich nicht. Ich glaube, wenn ich klein bin, ist es am leichtesten. Aber es ist nur eine Vermutung. Ich hatte keine Chance. Okay. Der ist zu schwer für mich. Ich frage mich gerade, was die bringt. Ich komme eh nur in die 8. wieder rein. Toll, ich kann gar nicht mehr woanders hin. Kann ich mir... Was? Ich muss alles nochmal machen? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich habe doch alles schon geschafft. Eine Sekunde. Ihr habt nicht gesehen, was gerade passiert ist. Was war das denn, bitteschön? Auch noch im finalen Part passiert das. Super. Na gut, ich habe jetzt halt noch ein paar Versuche mit P-Flügel. Was soll's, ne? Da, jetzt haben wir wieder Chancengleichheit. Zack. Zack. Es ist einfach deprimierend. Nicht nur, dass ich es nicht geschafft habe gegen Bowser, sondern was danach mit der Flöte passiert ist. Das kann nicht wahr sein, dass... Was soll das also, bitte? Dass man einfach alle Level nochmal machen muss, als hätte man sie nie geschafft. Da hätte man uns all seinen Lohn ja gebracht. Da könnte man ja gleich von Welt 1 mit der Flöte in die 8. fliegen. Das hat ja eh keine Auswirkung, wenn man die Level schafft. So, bitte. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ich muss eigentlich... Es geht nicht. Das hatte ich mir schon gedacht, dass es nicht geht. Er leckt mich doch. Ich hatte doch einen P-Flügel, ne? Ich hätte einfach normal fliegen können. Ich bin doch dumm. Ich habe irgendwie nicht nachgedacht und dachte, ich hätte nur einen Schwanz. Jetzt wäre ich beinahe nochmal getroffen worden. Aber das steht jetzt eh nicht so auf einem guten Stern. Da ich nicht mehr fliegen kann. Naja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es trotzdem noch. Aber da ist so ein Problem. Ach, da ist ja schon der Boss. So Probleme mit dem hab. Wundert mich ja doch ein bisschen. So, das war doch so leicht jetzt. Warum kann ich das nicht die ganze Zeit so machen? Ich gehe ganz nah an ihn ran. Ich, ja. Ist das leicht? Jetzt springt er plötzlich ganz anders. Das ist... Kann man doch nicht vorhersehen. Ja, mach doch mal alles kaputt noch. Jetzt noch die an der Seite am besten. Boah, wie man da springen muss. Wie soll man das denn wissen? Da hat man doch gar keine Chance. Ich glaube, ich muss hier gleich irgendwelche Taktiken im Internet raussuchen, wenn ich das nicht schaffe. Boah, wie schießt der denn jetzt so hoch? Ja, da hatte ich keine Chance. Hat er eine Krone auf? Sieht fast so aus. Ich versage gegen Bowser, wer hätte das gedacht? Aber er ist nicht umsonst der böseste, der Bösewichte. Der Häuptling. Der Oberboss. Den Titel hat er zu Recht, wie man hier sieht. Ich habe das Gefühl, das ist der schwerste Bowser von allen. Und ich glaube, ein paar Leute, die dieses Spiel schon öfter gespielt haben, die lachen mich jetzt aus. Weil sie sich denken, das ist eher der leichteste oder so. Der leichteste, genau. Der leichteste. Das war gefährlich.
Einer der leichteren vielleicht. Aber ich weiß nicht, normalerweise ist Bowser ja nie so schwer. Bei Super Mario Bros. 2, wo es ja keinen Bowser gab, sondern diesen anderen König. Also den fand ich sehr schwer, da habe ich auch einige Zeit gebraucht. Ist ja auch schon ewig her, wann ich das Let's Play habe. Aber dieses Spiel an sich war einfach übelst schwer. Super Mario Bros. 2, was ja eigentlich anders hieß. Irgendwie Amerikas Mario oder so. Mario America. So, jetzt einfach mal ein bisschen länger die Feder behalten, beziehungsweise den Schwanz. Bis jetzt sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier oben bleiben soll. Aber dann macht er diesen Move nicht, ne? Ich warte noch einmal ab, ob er dann die Stampfattacke macht. Nö, macht er einfach nicht. Gut, dann bringt das auch nichts, wenn ich oben bleibe. Da muss ich unten sein. Es bringt nichts. Zieh's doch ein, Sam. Aber dann kann ich hier in dieser Lücke bleiben. Seht ihr, was der da macht mit mir? Ich kann auf seinen Kopf und werde nicht getroffen. Das ist dann mal eine schöne Neuigkeit. Ja, einmal noch. Wie soll ich denn jetzt? Boah, der war fies. Habt ihr das gesehen? Ich konnte nirgendwo hin. Er hätte noch einmal an der Stelle da runterknallen müssen. Oh Mann. Ich schaff das nicht mehr mit Cheaten. Naja, was ist schon Cheaten? So. Ich wird, glaube ich, ein bisschen schneller als Fliegen. Oder eher nicht. Donut sowieso nicht. Der gleitet ganz sanft in die Tiefen. Lalalala. Wenn man schnell genug ist, dann... Ich glaube, hier könnte ich auch einfach runtersausen. Aber das traue ich mich dann doch wieder nicht. Ich will dieses Level jetzt endlich schaffen, komm. Kein Bock mehr. Ich will Donkey Kong Country Returns danach aufnehmen. Das will ich ja schon seit fast 5 Jahren, Let's Playen. Ich habe ja mit den ersten... voll vergessen. Mit den ersten 3 Teilen schon angefangen damals. Die ersten beiden Teile sogar schon nochmal Let's Played. 2-3 Jahre später. Und der dritte Teil kommt auch noch irgendwann nochmal. 100% natürlich. Oder 103, wie viel auch immer es geht. Oder 105. Und jetzt würde ich gerne Returns noch machen. Aber das nur mal am Rande. Ja, der erste ist eigentlich ganz leicht noch. Aber dann ändert er irgendwie seine Taktik. Aber mehr als zweimal spuckt er kein Feuer. Aber wann er springt, direkt nach der zweiten Flamme oder kurz vorher sogar. Da. Habt ihr gesehen? Jetzt ist es anders. Ich glaube, der macht es dann immer im Wechsel. Kann es sein? Oder hat er dann sein bestimmtes Schema? So. Noch zweimal. Also zweimal sollte ich doch schaffen. Also hier an dieser Stelle. Naja, wahrscheinlich braucht er dann doch dreimal. Weil er ja immer zwei Blöcke treffen muss. Und das kann er dann... Ja, die dritte Flamme dann noch. Super. An der Stelle müsste er nochmal... So. Komm, wenn er jetzt dahin kommt, dann habe ich es geschafft. Ich springe nach rechts weg. Oder doch nach links. Boah, wieso ist er denn nicht da rein jetzt? Jetzt aber, jetzt. Ey, guckt mal, er kann überall drauf. Boah. Ja! Ja! Der plumpst am Boden. Boah, wie tief war das? Boah, wenn ich jetzt ins Loch springe, bin ich... Was passiert denn? Ist die Zeit eigentlich noch weitergelaufen beim Kampf? Boah. Alter. Okay, ohne die doppelten P-Flüge hätte ich das wohl nicht geschafft. So, und jetzt? Ach, das ist nur eine Tür. Nur eine Warptür. Oh! Verwandelst du dich gleich? Das ist die Fortsetzung von Super Mario Bros. 1. Ja, ist es ja. Thank you.
Was? Das ist tatsächlich der Text. But our princess is in another castle. Ach so. Kleiner Running Gag, ne? Just kidding. Bye bye. Sie geht einfach. Aber sie sieht auf jeden Fall hübscher aus als in Super Mario World. Mit ihrem Bart oder was sie da hat. Und jetzt kein gescheiter Abspann. Doch, perfekt. World 1, Questland. Oh, ich hab's geschafft. Ich hätte nicht mehr daran gedacht. Ich dachte eigentlich, ich müsste nochmal irgendwie einen Safe-Set laden heimisch. Desert Hill, Welt 2. Habe ich alles geschafft? Ich habe nichts übersprungen. Ich habe jedes Level geschafft. Nur bei Bowser's Schloss habe ich Big Island. Nur bei Bowser's Schloss habe ich dann halt nochmal kurz ein paar P-Flügel. Naja, weil ich konnte ja nichts dafür. Ich wollte die achte Welt nicht nochmal machen, weil ich durch die Flöte ein bisschen zu Sky ein bisschen dumm da hantiert habe. Iced Land. Okay. Das wusste man vorher, glaube ich, auch gar nicht, wie die Welten heißen. Pipe, Mats, Maze. Was heißt das? Pipe, Röhre, Maze, keine Ahnung. Und World 8, Castle of Cooper. Ach, heißt der hier noch gar nicht Bowser? Kann er sein? Ja, Bowser ist nicht so gefährlich. Vorhang zu, Theater vorbei, hier gibt's nichts mehr zu sehen. The End. Cool. Okay, Mario wird garantiert irgendwann wiederkommen. Die Lost Levels wollte ich irgendwann noch machen. Und wer weiß, was noch kommt? Push Start. Safe and quit. Jetzt will ich noch mal kurz gucken, ob es da irgendwie eine Anzeige gibt, wie viel ich geschafft habe. Achte Welt, One Blair. Ein Blair Battle Game. 1988, sieht man unten links, wurde es erstellt und 93 dann auf dem SNES nochmal gemacht, also in Farbe. Also auf Battle hätte ich schon mal Lust irgendwann mit jemandem. Mal sehen. Kann ich jetzt nochmal alle Level neu machen wahrscheinlich. Tatsache, das ist doch so ein Dreck, ey, dass es nicht gespeichert wird. Gut, egal, das war Super Mario Bros. 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr Donkey Kong Country Returns auch verfolgen, wenn das vermutlich morgen kommt. Bis dahin, mein Name ist Sam und ciao, ciao.